Bei den Lausitzer Fischwochen sind wir eigentlich schon von Beginn an mit dabei. Zum einen sind wir dafür bekannt, dass wir frische Produkte hier aus der Region nehmen. Und da passt das ja sehr, sehr gut jetzt zur Fischsaison, Lausitzer Karpfen und andere Lausitzer Fische anzubieten. Und der Zuspruch ist nicht nur von den Einheimischen, sondern auch von Reisenden sehr hoch. Ich habe einmal den gebratenen Karpfen gemacht. Das ist relativ einfach zubereitet. Zunächst habe ich den Karpfen zerlegt, portioniert. Beim Karpfen sind die Kräten etwas fester. Und da muss man im Prinzip bis zur Bauchlappenkräte schneiden. Und dann muss man eigentlich an der Kräte weiter rüberschneiden. Und es ist etwas ein bisschen komplizierter. Deshalb ist es besser, wenn man den vom Fischhändler zerlegen lässt. Dann haben wir den angebraten, in den Ofen nochmal geschoben, dass er durchzieht, dass er nicht zu trocken wird. Und dann haben wir ihn angerichtet mit einem Gemüsebeet, mit einer Beurre Blanc, Meerrettichschaum und Kartoffeln.